Die FDP-Politikerin Caroline Preißler hat Covid-19 überstanden. Auf einer Demonstration von Corona-Skeptikern will sie Überzeugungsarbeit leisten. Es gibt das Virus und es ist gefährlich. Preißler hatte einen schweren Verlauf. Noch heute leidet sie an den Spätfolgen. Naturheilkundler fürchten keine Virus. Überhaupt keine. Dann haben sie aber sie fürchten Lüge. Doch hört man ihr überhaupt zu? Sie haben es überlebt. Gott sei Dank. Und wie war das? Ey, harter Kampf. Ja? Ja. Erzählen Sie mal. Oh, ich hatte schlimme Atemnot und bin dann ins Krankenhaus gekommen. Aber mit Sauerstoff ging es dann. Und als ich dann nicht mehr ansteckend war, war es aber eben nicht vorbei. Ich hatte danach Sprachstörungen. Und ich stehe hier, will mit Ihnen sprechen. Ich habe Kinder. Sprache ist so wichtig zur Verständigung. Ja, natürlich. Und das hat mich, also diese neurologischen Sachen, die haben mich gestört. Ist ein normaler Virus, wenn man einigermaßen gesundes Immunsystem hat, ist das überhaupt kein Problem. Und die ganzen Maßnahmen, die hier gemacht werden, sind eine Katastrophe. Ja, na dann wünsche ich Ihnen, dass Sie gesund bleiben und Ihre Enkel auch. Eher die Leute an den Maßnahmen als an der Corona selber. Bleiben Sie gesund. Ich hab's auch gehabt. Ja. Eine Woche lang. Aber oh, es freut mich so. Alles wieder gut? Wie Grippe, leichte Grippe. Oh, schön. Und deswegen ab mit der Maske. Bleiben aber Sie dann gesund. Müssen Sie doch nicht die Leute noch mehr Angst machen. Ihnen geht's doch gut. Ja? 900 Kilometer ist Caroline Preißler gereist, aus dem Norden Deutschlands hinunter in den Süden, nach Konstanz am Bodensee. Nur für diese Demonstration. Preißler ist bei den Liberalen von der FDP, engagiert sich in der Landespolitik. Hier will sie vor allem eins, aufklären über Corona. Ich mache mir tatsächlich Sorgen, denn ohne Abstand, ohne Masken werden Menschen einfach krank. Und es gibt hier großen Streit zum Beispiel um Masken. Und ich bin der Meinung, auf jeden Fall werden weniger Menschen krank, wenn man eine Maske trägt. Physiognomisch betrachtet, ne, ist die Nase der Selbstverwirklichungswillen. Und über diesen Selbstverwirklichungswillen und dem Sprechorgan, den Mund, setzen wir jetzt ein Tuch drüber. Wir können uns nicht mehr selbst verwirklichen. Wir können nicht mehr sagen, was wir wollen. Ist ein interessanter Ansatz, aber ich möchte tatsächlich noch einmal sagen, man muss alle Aspekte beleuchten. Aber ich will Ihnen erzählen, als ich krank geworden bin, da war ich ja dann praktisch ansteckend. Und bevor ich ins Krankenhaus kam, war ich also mit meinen Kindern in einer Wohnung, in Quarantäne, logischerweise. Und ich habe in der Zeit Maske getragen, nicht die, sondern diese medizinischen Masken und habe es geschafft, meine Kinder nicht anzustecken. Mein Mann hatte Covid, ich hatte Covid und wir haben unsere Kinder eben durch diese Masken geschützt und nicht angesteckt. Und da waren wir hinterher. Sind Sie sich sicher, dass die Maske, es so ist? Ob die Maske, ja. Caroline Preißler trifft hier auf eine bunte Mischung. Die Demonstrierenden sind Esoteriker, Weltverschwörer, Hippies, Corona-Leugner oder auch nur Maßnahmenkritiker. Was sie eint, ist ein tiefes Misstrauen in die Politik. Auch darum ist Caroline Preißler hier, um Vertrauen wieder zu gewinnen. Die Auflage der Behörden: Abstand einhalten. Die meisten machen das. Das beruhigt Caroline Preißler. An vielen Orten Deutschlands finden derzeit solche Proteste statt. In Konstanz zählt die Polizei am gesamten Wochenende rund 4000 Demonstrierende. Die Veranstalter hatten fast achtmal so viele angekündigt. Auf der Bühne wird von Liebe gesprochen, gemeinsames Herzchen formen. Noch mehr Liebe und dann wird gehetzt. Viele Redner sehen sich hier als Opfer. Die Maske sei ein Instrument der Knechtschaft, sagt dieser evangelikale Pastor. Damit würde man unterdrückt, wie einst die schwarzen Sklaven in den USA. Ich weiß, da hat es Sklaventreiber gegeben. Die haben diese armen Menschen versklavt. Und dieses System muss fallen. Nach außen bleibt Caroline Preißler gelassen. Doch sie weiß, in der Vergangenheit wurde auf solchen Demonstrationen immer wieder auch rechtsextremes Gedankengut propagiert. Im August schwenken Demonstrierende in Berlin Reichsflaggen und Reichskriegsflaggen, Symbole rechtsextremer Gesinnung. Sie treten damit auf die Stufen des Reichstags, Sitz des deutschen Parlaments, und sorgen für Aufsehen.
Die Stadt Konstanz hat solche Flaggen auf der Demonstration nun verboten. Rechtsextreme Parolen hört Caroline Preisler hier trotzdem. Ich kann es gar nicht fassen. Ich bin hier, wir haben 30 Jahre Wiedervereinigung gefeiert. Wir haben eine Demokratie zu feiern, aber eben auch zu verteidigen. Und ich höre hier permanent, dass wir in einer Diktatur leben und dass wir kurz vorm Zusammenbruch stehen. Ich kann das gar nicht fassen. Ich kann gar nicht glauben, wie hier mit Menschen umgegangen wird und mit der Arbeit von jahrzehntelanger friedlicher Demokratie. Ein halbes Jahr zuvor. In diesem Krankenhauszimmer ist Caroline Preisler isoliert. Sie hat Atemnot. Zum einen bekomme ich Sauerstoff, dann habe ich Möglichkeiten zu inhalieren. Ihre Erlebnisse hält sie per Video und auf Twitter in ihrem Corona-Tagebuch fest. Bis heute ist sie nicht wieder ganz fit. Langes Stehen fällt ihr schwer. Sie ist kurzatmig, hat immer wieder Nasenbluten. In einem Hotelzimmer muss sie sich auch während der Demonstration ausruhen. 6 Tage war Caroline Preisler im März im Krankenhaus. Mein Mann und ich, wir haben uns verabschiedet und wir waren uns wirklich nicht sicher, ob wir uns wiedersehen. Das heißt, das war für uns eben auch so ein Regelungsdruck da. Also nicht nur, dass ich eben atemlos war und eben diese Erstickungsangst hatte, sondern wir haben auch für uns eine Regelung getroffen, wie wir das machen. Er hat dann die Kinder eben ins Zimmer gebracht, die konnten sich dann nur durchs Fenster von mir verabschieden. Und wir dachten, falls es das letzte Mal ist, soll es für die wenigstens einen Abschied gegeben haben. Es ist ja gut ausgegangen. Ihr Mann, der auch an Corona erkrankt ist, kümmert sich zu Hause um die 3 gemeinsamen Kinder. Mit Abstand. So, Familienkommunikation über die Linien hinweg. Da vorne ist unsere gelbe Linie und da hinten meine Tochter. Und so können wir quatschen. Hi. Hallo. 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 Die Trennung von Mann und Kindern fällt Caroline Preisler im Krankenhaus besonders schwer. Ich habe schon große Sehnsucht auch nach der Familie. Heute Morgen hat meine Tochter auf FaceTime angerufen und dann haben wir geschmust und geküsst. Sie war so unglücklich, weil es bei den Hausaufgaben zu Hause nicht so läuft und weinte bittere Tränen. Und ich konnte sie eben nur über den Bildschirm herzen und küssen. Das hat mir ganz schön zu schaffen gemacht. Gerne würde sie andere vor diesen Erfahrungen bewahren. Doch zurück bei der Demonstration schlägt ihr Unverständnis entgegen. Ich bin Naturheilkundlerin, ich glaube nicht zum Covid, überhaupt gar nicht. Und ich glaube, das sind die Zahlen. Also brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Absolut nicht, keine Sorgen. Die Naturheilkundler fürchten keine Viren, überhaupt keine. Dann haben Sie aber Sie fürchten Lügner. Bezahlte Lügner fürchten Naturheilkundler. Ich finde das ganz schön krank, dass Sie immer wieder sagen, ich werde bezahlt, weil ich das ehrenamtlich mache. Das kränkt mich schon. Meine Gefühle treffen Sie damit schon sehr. Ich konnte das von Anfang an nicht glauben, weil wir unsere Kräutertinkturen im Schrank haben und die helfen. Und da ist jede Virusangst verfliegt im Grunde. Aber Sie verdienen bestimmt gut. Baden-Württemberg. Sie verdienen bestimmt gut. Ja. Ich bekomme kein Geld dafür. Ich mache das in meiner Freizeit. Irgendwelche Vergünstigungen haben Sie. Da bin ich mir ganz sicher. Wie schade, dass Sie so schlecht von anderen denken. So. Caroline Preisler bleibt geduldig. Sie will jedem eine Chance geben, keinen den Rechten in die Arme treiben. Also das ist. Denn es sind eben auch Menschen hier, die die Regierung stürzen möchten oder die sich mit antidemokratischen Kräften versammeln, die mit Reichsbürgern zusammen auf die Straße gehen. Ich glaube, dass das der falsche Weg ist. Und wenn wir eine Demokratie haben wollen, dann müssen wir um jeden einzelnen Bürger ringen und ihn nicht Extremisten überlassen. Auch Gegendemonstranten sind nach Konstanz gekommen. Statt wie Caroline Preisler zu reden, grenzen sie sich ab. Geht doch einfach wieder weg! Niemand glaubt euren Dreck! Geht doch! Die Gegendemonstranten haben ein Herz für Virologen, Vertrauen der Wissenschaft, so wie die meisten Deutschen. Sie verteilen sich in kleinen Gruppen über die ganze Stadt. 2700 sind es am gesamten Wochenende, sagt die Polizei.
Viele von ihnen fürchten, dass die Szene der Corona-Skeptiker von Rechten und Nazis unterwandert wird und wollen ein Zeichen dagegen setzen. Auch der Antisemitismusbeauftragte des Landes, Michael Blume, spricht auf einer Kundgebung. Er hat Caroline Preislers Corona-Tagebuch gelesen. Jetzt will er sich persönlich mit ihr treffen. Hallo. Ich grüße Sie. Hallo. So schade, dass wir sich nicht in den Arm nehmen. Ja. Blume erzählt Preisler, dass er von einigen hier auch klar antisemitische Äußerungen hört. Und ich war gerade in der jüdischen Gemeinde und die machen sich natürlich Sorgen. Wenn jemand Bedenken hat, wenn jemand Kritik hat, darüber kann man ja sprechen. Aber unter Reichskriegsflaggen oder Juden zu beschimpfen oder Politikerinnen den Tod zu wünschen, das geht halt nicht. Ja. Ist mir heute auch ganz oft im Gespräch so passiert, dass ich gesagt habe, vielen Dank für Ihre Offenheit, ich freue mich und ich muss darüber nachdenken, was Sie sagen. Und dass trotzdem immer noch mal eine weitere Schimpfkanone kam. Es ging wirklich überhaupt gar nicht darum. Ich habe eingelenkt, ich habe Friedenszeichen, Rauchzeichen gemacht. Es ging überhaupt gar nicht ums Versöhnliche. Wir haben eine Verfassung, wir haben ein Grundgesetz. Ja? Unsere Demokratie funktioniert und die allermeisten Menschen wollen das auch so. Aber für diese Leute, die brauchen einen Schuldigen, den sie beschimpfen können. Und das sind dann Politikerinnen wie Sie, das sind dann Wissenschaftler wie ich und viele andere. Und natürlich leider immer auch jüdische Gemeinden, die beschimpfen werden. Aber wir sind ja gemeinsam da. Das stimmt, es freut mich auch total, dass wir uns jetzt hier getroffen haben. Ein letztes Mal geht sie heute zurück zur Kundgebung der Skeptiker. Langsam hat auch Caroline Preisler genug. Können Sie das beweisen, dass Sie Covid-19 hatten? Jawohl, kann ich. Ich bin immer aufgewühlt, wenn ich so einen Tag hinter mir habe. Aber ich finde es extrem wichtig, im Gespräch zu bleiben. Denn Politik fängt eben auf einer Demonstration an. Und deshalb höre ich gut zu und kriege ganz viele neue Informationen. Dann sortiere ich mich und dann geht es mir besser. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit viele Fehler gemacht, gerade eben in der Diskussionskultur. Wenn ich Menschen von Anfang an als Covidioten herabwürdige, dann gelingt es mir natürlich nicht, einen Dialog auf Augenhöhe zu führen. Mehr Austausch, weniger Hass. Das wünscht sich Caroline Preisler. Und dass alle Corona ernst nehmen. Ja.